and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge TDT. Heute. Hallo. Mit dem Bram, dem Christian, dem Jay, dem Jules, dem Sebastian, dem Sven und mir, dem Peter. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Hallo. Mir, dem Peter. Mir, dem Peter. Hallo, Peter. Wer ist mir, dem Peter? Das bin ich. Das bin ich! Ist dein Vorname mir, dem Peter, als ein Wort? Nee, mir, dem ist der Vorname und der Nachname ist Peter. Ich sag immer vorher. Mir, dem. Mir, dem Peter. Können wir das bitte jetzt nicht immer mir, dem so nennen? Könnte man als Selbst bei mir. Pool in Brand setzen mir. Oder so? Nee, der ist mir denn. Schade. Lass ihn schnell. Ah, ja, bloß ich bin übrigens kein Straight, habe ich kurz wo ist mir denn? Gesagt. Ohne das Damenklos Peter, hast du gesehen, wie Jay geschossen hat? Boah, ja, der war krass. Der Kamera? Jay ist 100% Straight. Hat Jay gerade getrunken? Ich habe das gehört. Na, ja, toll. Ich habe getrunken. Also Jay ist auf jeden Fall nicht interessiert, dass ich quasi neben seinem Ohr gerade geschossen habe. Ganz komisch. Ich sag ja, Jay ist getrunken. Das ist echt seltsam. Und das kann man kaputt was hat Jay denn getrunken? Also wir haben ja eine schöne Map, ne? Wir sind hier auf einem Schiff. Ja, haben wir noch nie gespielt, Peter, ne? Also ich kann mich da nicht gut dran erinnern, muss ich es leider sagen. Aber die anderen sagen, ich hätte das schon mal gespielt. Also habe ich das wohl auch. Vielleicht warst du nicht dabei. Doch, mit Sicherheit. Da warst du bestimmt im Urlaub. Da war ich vorbei gewesen. Lol, oh mein Gott, ich wurde attackiert von Peter oder von Sven. Was hast denn du da in der Hand, Sven? Eine MG, warum? Okay, also ich habe auf die Fresse gekriegt. Schon mal cool. Ich sag, was habe ich denn in der Hand? Mir den? Ja, das sah erst aus wie so eine komische andere Waffe. Okay. Also ich gebe 50% auf Bram. Was? Warum das denn? Ja, nur so. Also einfach so komplett random bei hier Bram, unten. Also Jay und Sven waren da ja und Bram also Jay ist auch, bei mir weggelaufen und auf einmal attackiert worden. Ich bin sofort dead. Wie kommt, weil ich nicht mehr so. Wo die sind. Also ich lebe nicht mehr lange. Und dann hat jemand getestet mit dem Feuer. Das ist das Ding, was wir auch in der Preparing-Phase, glaube ich, hatten, richtig? Kann man also bei dem Klavier, gibt es da einen Traitor-Hand vielleicht? Bestimmt. Ist irgendjemand oben auf dem Schiff? Gehe ich von aus? Ich wusste nicht, sonst wäre ich da nicht lang gelaufen. Ich bin am Heck. Oh, Alter. Hallo Christian. Vor dir. Hier kann man schwimmen. Ich komme mal. Bleib mal stehen. Nein. Bleib mal beide stehen. Jules, guck mir mal Christian an. Bleib mal beide stehen. Ja, Jules, komm, Mama. Ich möchte nochmal festhalten, ich bin kein Traitor. Ich wollte nichts Traitoriges ausprobieren. Ja, was willst du denn ausprobieren? Aber das wird mir jetzt zu heiß, wenn jetzt hier alle mich angucken mit ihren Waffen. Ich gehe woanders hin. Ich verstehe das schon, Jules. Was willst du ausprobieren? Guck mal, Jules, hier ist ein Pool. Ist gar nicht so relevant. Ja, ich lebe noch. Jay. Jules. Nein, Sven, ich möchte den Pool nicht sehen. Okay, Jay lebt immer noch, obwohl er eigentlich. Ja, gut, okay, warte, ich komm. Hier unten. Ich hab noch kein Geheimnis gefunden. Da ist gerade Feuer am Schiff lang gedüdelt. Ja. Guck mal, da kann man reinspringen. So? Möchtet ihr euch kurz festhalten, dass Sven versucht, mich zu diesem. Hä? Ja, was denn? Ja, hier oben ist hier so dein Problem. Rein. Das ist so ein Ding, von wo du da reinspringst. Nee, gar keins. Irgendwas schmilzt hier die ganze Zeit. Aber es sieht cool aus. Das war wie die letzte Folge, wo du auch so warst. Jules, vertrau mir mal. Geh da mal runter. Da warst du selber schuld. Da habe ich ja vorher gesagt, dass man stirbt, wenn man da reinspringt. Das habe ich ja nicht mitbekommen. Ja, das ist ja selbst schuld. Verstehe ich nicht, was hier los ist. Okay, jetzt schießt gar nichts. Ich habe Munition in der Tür verbuggt. Die Tür geht nicht mehr zu. Doch jetzt. Oh mein Gott, hier brennt alles. Ja, hier brennt alles. Krieg die Tür nicht zu. Krieg die Tür zu, Mann. Sepp bei mir, Chris bei mir. Sepp bei mir, Chris bei mir. Okay, wir wollten nur einfach mal gucken, was hier los ist. Ja, Pimmel. Okay. Also ihr könnt da oben bei immer, spielen, das ist, eigentlich ist das schlecht, wenn man auf so einem Schiff ist und die ganze Bude fängt an zu brennen. Ja, hallo, aber du kannst halt ins Wasser springen, dann bist du auch safe. Du hast hier überall Wasser drumherum. Ich hab gleich jeden Raum unten durch und hab mir alles angeguckt, endlich. Hast du auch den Pool gefunden? Oh, nein, ist der unten? Jay, lebst du noch? Ist der Pool. Ja. Wait, hier am Heck ist der Pool. Jay, lebst du noch? Ja. Jay lebt noch. Hast du gerade für Jay ja gesagt? Der steht vor mir, Peter, der sammelt einfach nur nicht. Wer ist denn vor mir, Peter? Ich kenne mir den, Peter. Ja, mir den. Ich kenne auch nicht von nur wieder Peter. Nix. Unfassbar. Da ist einer umgefallen, gerade tot umgefallen, einer wurde erschossen. Hm. Okay. Hat Christian gerade Jay getötet? Wäre jetzt so eine Vermutung auf jeden Fall. Jetzt liegt er vor ihm. Er hat doch eh nichts mehr gesagt. Wo ist der? Hier draußen links? Da draußen wird geschossen. Ich hab Christian getötet. Okay, das war gut. Oh Gott, Sven! Ah ja, der hat ja auch vorher schon auf Jay versucht. Guck mal, in den Pool springen, ne? Sven, du Drecksack. Ja, war ein Versuch. Hätte ja sein können, dass du auf mich hörst. Hat nicht ganz funktioniert. Jetzt sagt der gar nichts mehr. Ja, ein bisschen witzig, aber gut zugehört alle, ne? Wir hören ja immer alle gut zu und da haben wir auch wieder gut zugehört. So konnte der Bösewicht überführt werden. Sepp, lebst du noch? Scheiße. Das ist ein Problem. Okay, Svenny Boy. Das heißt, das ist ein 101, nehme ich jetzt mal stark an. Außer du hast natürlich deinen Traitor-Kollegen wiederbelebt, dann habe ich ein Problem. Ich weiß nämlich gar nicht, wo das alles passiert ist. Ich merke schon, weil ich immer so schlecht spiele, zähle ich nicht mal als vollwertiger Spieler. Wie du siehst, muss ich meinen Traitor-Kollegen nicht wiederbeleben. Wieso, weil Jules noch lebt? Nein, ich bin kein Traitor, ich immer noch nicht. Oh, ey, nee, nein, Peter, nein, warum? Nein. Oh Gott.
So, wo ist Sven? Hä? Das war ich nicht, das war ich nicht. Das war irgendwo, das muss über uns gewesen sein. Ah, ja, rechts über dir, Sam. Ah! Ah! Wo? Hab ihn fast, hab ihn fast. Sehr gut! Warte. Ich werde ihn jetzt flanken, aber ich sag ihm das nicht. Ich merke halt, ich muss eher zu uns kommen, oder? Ja, ich weiß auch nicht, warum wir so eine Scheiße machen. Oh Gott, ah, Entschuldigung! Oh Mann! Dieses dumme Spiel! Oh shit! Hä? Oh, okay. Toll, Sven, danke. Ich fand's schon sehr witzig, muss ich sagen. Aber kein Problem. Ich heile mich einfach kurz. Ah, stark! Oh, du Chakal, du Hund. Ja, tut mir leid, Sven, aber die Items waren leider echt kacke, muss ich sagen. Das war immer nicht geschafft, habe Peter also umzubringen als Chakal. Jedes Mal so bin ich so, ach, tut mir leid, das war aus. Wir hatten leider fünf Waffen und ich kaufe halt keine Waffen. Also diese Silenced Pistol oder Silenced irgendwas, naja. Dann hast du diese Money Gun, das sind alles Sachen, die hole ich nie. Ja, aber ja trotzdem witzig. Was schade, dass keiner da draußen sich mit dem Baseballschläger vom Bord schießen lassen wollte. Oder in den Pool gestiegen das ist. Halt auch, also dieses ja, Body cool, loswerden hätte ich gerne ausprobiert bei Jay, aber das Ding war, Junge, war ja so klar, Sven, dass du Traitor bist oder ich selber Jakal war, wollte ich dich halt nicht verraten und dachte mir, komm, fuck it, ich will erstmal, dass ihr da Chaos untereinander stiftet. Der hast du eigentlich wirklich lebend noch nichts gesagt? Ja, natürlich, der stand einfach vor mir und nichts gesagt. Aber ich fand das ziemlich witzig gerade in dem Fall. Deswegen, das ist so der einzige Grund, warum ich ihn weggeschossen habe. Ich wusste ja, dass Sepp da ist, das war mir dann egal. Ob Jay ist weg. Fand ich lustig auf jeden Fall auch. Stark. Was ist das da? Ich kann ja echt viele Türen nicht öffnen. Ich hab mir jetzt Traitor laufen. Oh. Geil, Leute, jetzt geht los. Kann sich im Kühlschrank verstecken. Fresh Milk. Auf den Toiletten kann man sie auch verstecken. Eda, was machst du da? Wieso geht die wo Tür siehst alle wieder du? Ich hab mich gar nicht. Wie, wo sehe ich dich? Du bist hinter mir, oh mein Gott. Ist ja unfassbar. Da bin ich aber geheim, ey. Okay. Da kann man leider nicht rein und in die Tür zumachen, Drew. Ich hab's ausprobiert. Okay, ich guck mal, welche Waffen drin sind. Geh mal in den Kühlschrank rein, die haben ja auch richtig leckere Sachen. Gott, warum läuft man denn hier drauf so langsam? Vorsicht vor den Fenstern. Das treffe ich die ganze Zeit Peter, das will ich nicht. Chris, pass vor den Fenstern. Weil du mir hinterherläufst, wahrscheinlich deswegen, oder? Ich wusste ja nicht, wo du langläufst. Alter, wie viel Jules ist am Kaufen? Was war das denn? Jules hat auf sein Handy geschaut. Ich war mir gerade nicht sicher, ob ich drin. Also, ich dachte, Jules, pass auf. Jules hat auf sein Handy geschaut. Man kann nicht in den Kühlschrank rein. Was hast du da gemacht? Was war das? Ich kann Leute hinfallen lassen, das ist total super. Die Bram. Meine ganze hast du dich gerade, was hast du gerade in der Hand? Ich hatte gerade die gar nichts in der Hand, weil ich ja hingefallen bin. Ja, wenn du hinfällst, Jules. Verlierst du deine Waffe. Ah, genau, dann verlierst du alles. Klar. Hat Jules gekauft eigentlich? Ja, ja, hundertprozentig. Also Moment, Entschuldigung, 99%. Wir wollen ja Peter? Nicht direkt voll Peter? Reingehen. Warum hat Peter gerade eine Abbuhne geworfen? Peter? Wo ist Peter denn? Das ist ja eine Frechheit. Direkt Peter, hier. Was tust du denn da? Der Drecksack. Ich hab gar keine Harpune geworfen. Was ist denn? Lügenstimme. Hat er wen gemacht? Der war in der Küche und ist dann weggelaufen. Das klingt wie, da ist jemand tot, weil irgendwie weil die Frage ist, wie scheint sich ist da keiner zu melden und der war ist dann tot. Oh mein Gott, hallo. Ich hab nicht so schnell auf dich gezielt. Deswegen wusste ich nicht, wer du warst. Oh, Peter war Jackel. Ich werf seine Leiche über Bord. Nicht, weil ich es muss, sondern weil ich will. Ja, aber den wird ja keiner wiederbeleben, aber ist okay. Ja, kontrollier den zweimal. Oho. Ja, stimmt, nachher ist der wieder buggy. Hier draußen ist denn jetzt gerade passiert? Hier war draußen war so ein Boeing-Ding. Ich hab so Sprungmine gehört. Ja, ich auch. Ja, beinahe. Aber ich kann ihn nicht vom Bord werfen. Aber wo war die? Weiß ich nicht. Lebt, wer lebt denn noch? Jay? Hallo, ich lebe noch. Ich auch noch. Oh. Ich Sepp von Bord gesprochen. Oh, hey, also keiner von uns war zu bisschen. Jay, du Arschkopf! Hä, was denn? Okay, Jay. Warst du das? Hat gerade irgendjemand was auf mich geworfen? Nee, Sven war es nicht. Oh, das ist Jay! Nee, nee, Jules, bam, so bam, du dumme Sau! Nee, Jules, so nicht. Hat irgendwann auf mich. What the fuck? Warum hast du denn Sven? Warum hast du Sven gemacht? Weil er Traitor ist. Bam, wir waren ja aber nicht. Trader oder wer ist Trader? Dann ist. Ich bin es! Nee, das glaube ich nicht. Das ist ja gelogen. Jay ist angesagt. Ich bin es nicht. Ja, das ist belastend. Hast du jetzt Bram weggemacht? Ja, eventuell habe ich gedacht, Jay steht vor mir, ich habe reagiert und ich... Oh Gott! Okay. Ja, guck mal. Oh Mann! Das ist einfach... Nimm mein Battle Rank! Warum wurde ich angeschossen und ich gehe hoch und steht halt Sven! Ich brauchte jetzt mal endlich ein Radar, ey. Ja, ich dachte, dann du weißt, dass du das auch noch bist, Jules. Boah, das war Brain AFK von mir. Ich wollte Jules killen, weil der angesagt war und hab dann die Harpune gezündet. Ich Vollidiot, Alter. Der ist in meinem Kopf vorbeigezogen. Natürlich 10 von 10 smart. Ja, wirklich. Kompletter Brain-Lag. Achso, lecker.
Ja, aber habe ich mich natürlich direkt als böser confirmed. Ich wollte natürlich legit machen. Warst ja nicht böse. Nö, Harpune haben nur gute Leute. Ja. Ja. Und die Fischer. Du bist der freundliche Jackal von nebenan. Ja. Bram, ich warte in Zimmer 8 auf dich. In Zimmer 8, alles klar, Moment. Alles klar, Challenge accepted. Also eigentlich ist es doch Jackal, oder? Oder auf hier? Deutsch ist das doch Schakal. Ja, nein, Schakal. Es ist Jackal, ja, es ist Schakal stimmt. Und Jackal. Weil ich fand bei dem Film, der Schakal mit Bruce Willis ist immer schade, dass er am Ende nicht gewinnt. Warum? Ja, weil der da diesen Politiker nicht erschießt, sondern selber weggemacht wird. Das ist wie mit Star Wars und Darth Vader und dem Todesstern. Oh, das ist geil, das will ich haben. Aber ich war auch immer ein Täter. Ich war immer für Annie. Zwei, drei. Darth Vader. Annie, are you okay? Achso. Annie! Oh, wer geht denn hier um Klo kaufen? Oh, Sepp! Du bist ja gerade echt aufs Klo gegangen zum Kaufen, oder? Nee, ich bin einfach so aufs Klo gegangen. Guck mal, Zimmer hier noch so sind. Hier ist auch Zimmer 7. Ja, dachte ich mir. Moment, aber ich finde noch keinen anderen. Hier ist Zimmer 6. Ja, ist ja gut. Chill mal ganz kurz. Ja, okay. Oh, Sepp schießt sofort auf mich. Ja. Ja, der hat ja auch in der Toilette gekauft. Ja, ja, ich will hier weg. Oh, halt, ich hatte den gekauft in der Toilette. Du, pass auf! Ich hab gekauft! Das ist das Badezimmer. Soll ich da jetzt schießen oder was? Du, ich würde richtig schnell wegrennen. Zimmer 2 und 3 nochmal? Scheiße, Alter, wo muss ich denn hin? Also, ich bin ehrlich, Sepp, das hat Stimme. Zimmer 14.08 musst du rein, Bram. Ey, Papierflieger hinter mir, fickt euer Leben. Ich hasse euch alle, was soll denn die Scheiße? Im Schiff oder auf dem Schiff? Sebastian, ich warne dich, ne? Lass mich durch, wenn mich jetzt noch erschießt. Tür zu machen, Tür zu machen. Hm? Komisch, dass du mich dabei so ein Oh nein! Alter, da ist einer gestorben. Das war eine Bombe, oder? Aua, aber das war der Schiffflieger. Vor der Bombe. Mann, ich werde langsam müde. Du bist nicht vom Papierflieger getargetet. War vor der Bombe. Zimmer 2. Alter, das hat hallo. Nee. Ah, guck mal, Chris hat mich schon gefunden. Ja, ja, aber ich gehe auch eigentlich nicht die Zimmer durch, sondern ich suche Jules und Co. Also, hä? Also hat Sepp jetzt Jules umgebracht, ja? Ja, du kannst einen von beiden kannst du töten. Denke ich schon, ja. Am 31. März hat Danny Geburtstag. Gut zu wissen, Dankeschön. Sepp, was ist denn mit Jules passiert? Das ist ja wohl passiert, ich bin jetzt vorne bei dem Wasser. Ich hab Sepp gar nichts mehr, das finde ich nicht gut. Deswegen, also ist Sepp damit explodiert oder warum? Hoch. Was ist mit Jules passiert? Ich würde sagen, ja, Chris hat ja wohl einen ganz guten Riecher gehabt. Unten. Ich bin in Zimmer 3. Ich hab Zimmer 3 gefunden. Jetzt habe ich Zimmer 2 gefunden. Ich will mitsuchen. Da hat gerade einer was getrunken. 8, 9. Ich hab's gleich. Ich werde so nicht so richtig da sterben, oder? Ich bin in Zimmer 8. Ja, ich war schon in Zimmer 8. Ich hab nur 9. Ich kann nicht zählen. Ich hab hier keine 8. Oh. Ja, 7, 8 ist hier. Dann hört's auch auf hier unten. Have you seen this person? Oh Gott! Peter fickt mich sofort. Guck mal, da geht's. Einer hat was getrunken. Wenn irgendeiner wieder full life. Wer bist du? Du bist Chris. Chris. Und was hab ich eigentlich für Ich bin Chris. Ich bin sehr. Oh mein Gott, irgendwer hat gerade Shit durchgeladen. Das Gefühl, das wird nichts. Ich glaube, Bram. Ich hab auch das Gefühl, dass das Zimmer 9. Ich geb Bram das. Ja, Zimmer 9 hab ich auch gefunden. Okay, da ist irgendwas gerade passiert. Nein, Chris, jetzt Bram, ich bin hinter dir. Bram hat mich erschossen, der ist Trailer. Hinter dir. Hier. Du bist hinter. Lol. Ja, hier, dein Zimmer. Ja. Du musst mal aufpassen, Bram, du hast nicht so viel Schuss, musste ich leider auch irgendwann feststellen. Ach so. Hier. Okay. Alter, das ist um die Ecke. Ja, hat euch das nicht gestört, dass gerade Schlitt hier nicht dagegen geflogen ist? Moment, genau, Chris, guck mal. Die anderen haben Gib das gerade auf. Ich weiß nicht, was passiert. Geh mal kurz aufs Bett. Aufs Bett? Ja, stell dich mal bitte kurz aufs Bett. So, Moment. Alter, was? Okay. So, jetzt, pass auf. Stell dich aufs Bett, alles explodiert. Keine Schreie. Face. Okay, irgendeiner ist, glaube ich, gerade aber umgefallen oder so. Ja, ohne Scheiß. Ich aber nicht. Ich auch nicht. Das ist ein Team, oder? Warte mal. Und Peter ist bei mir. Ah! Ich suche immer noch Nummer 8, also, Zimmer 8. Ja, aber also Jules ist confirmed dead. Sepp sagt einfach nur nichts mehr. Na, beziehungsweise also, ist vielleicht auch tot. Der lässt mich sofort machen. Ja, okay, kannst also, du in die Richtung also, nicht einfach weitergehen? Wenn ich kann ich nicht weitergehen? Ja, der reinkommt. Das wäre gut. Weil der jetzt auf die Traitor-Items fallen. Ja. Jo, stimmt. Wir könnten einfach, wir könnten die jetzt suchen gehen und wir machen das bei beiden. Ich hab Zimmer 8 gefunden. Da ist einer. Und? Magnetostick, Crowbar. Ja, Peter sieht gut aus. Ja, das ist nur ein Hinfall. Oh mein Gott, jetzt hab ich das verstanden. Oh mein Gott, das ist insane. Ja. So. Wie viele Schuss hast du noch? Genug. Okay, wir warten. Zündet jetzt weiterhin irgendwelche Bomben oder was? Du musst Zimmer 8 finden, Jay. Gott. Moment, ja, habt ihr das denn bei jedem ausprobiert, der hier drin ist? Nutzen also, ja, ich hab Zimmer 8 gefunden. Ja. Okay. Da, guck mal,
Magnetostick, noch Magnetostick, eine Schrotflinte hatte der. Der das lässt die Traitor-Items nicht fallen. Kann, Moment, der ist tot. Doch, die lassen. Lol. Lol! What? Yeah. Wait, aber du kannst doch nicht sterben. Das war ja mega. Warte, warte, warte. Nein, hast du den erschossen? Moment. What? Warte jetzt. Nee, nee. Du Ficker. Sven, so nicht. Ich krieg so. So. Wer liegt denn hier? Ah, Peter, ey. Warum hast du dich denn von der Harpune machen lassen? So, Moment, jetzt hier. Bevor ich erschossen werde jetzt, ne? Ja. Katana. It seems the impact of a heavy object has killed. Also, ich hab. Jay ist durch ein heavy object gekillt worden. Ich weiß aber legend nicht wie. Es tut mir wirklich leid. Depp. Ja, ich weiß auch nicht, was hier jetzt los ist. Ich dachte, jetzt kommt hier mal einer zu mir, aber ich habe hier voll so eine Falle aufgebaut. Ich mal ein kleines alkoholisches, ne? Aber in die Falle wollte keiner rein. Ich weiß legend nicht. Also, Jay, das tut mir voll. Leute, guck mal, das ist Katana, das nehme ich noch mit. Zing, ne, das nehme ich nicht mit. Ich will nicht nur das haben. Das macht mehr Sinn. Ja, ich weiß legit nicht, wie du umgefallen bist. Ich frage mich, was für ein Heavy Object das war. Ist die Frage ist, ist das ein Katana jetzt gewesen oder hat die Pistole doch einen Impact? Wobei, da steht aber, hier steht dran. Extra drin: Fires Electroshock Projectiles that temporary incapacitate. Mein Gott, incapacitate people. Ineffective at long ranges, okay. Ja, ich habe keine Ahnung, wo du bist, ne? Ich sag mal so, wie es ist. Ich bin in Zimmer 8 immer noch, wo du willst. Ja, das suche ich schon ein bisschen länger. Das ist unten. Moment, kann ich das hier? Ich weiß. Also ich habe alle Zimmer gefunden dazwischen. Alter, also wie viele Magnetosticks hier rumliegen? Kann er eigentlich hier von rechts kommen? Fuck! Hallo? Also Zimmer 8 ist eine Bitch, keine Ahnung. Also ich glaube, ich bin auf der untersten Etage. Ja, ich auch. Okay. Ich hab natürlich versäumt. Ich hätte mir auch einfach ein Radar kaufen können. Ja. Digga, warum ist der denn nicht tot? Stark. Okay. What was ist jetzt das Ende vom Lied? Das Ende vom Lied ist einfach, alle sind tot, Alter, während 17 Minuten irgendwo rumsitzt und dann alle. No. Bram, also eigentlich sollte ich die Waffe nicht töten, du hast mich ja auch getasert. Ja, ja. Also ich habe damit auch Leute getasert, die killt nicht. Ich hab das Katana dann auf gar keinen Fall gekommen oder ja, so. Ja, dann hast du irgendein Pech gehabt, also die ist nicht zum Töten da. Ja, genau, sie tötet nicht. Ich habe das Katana auch seit der ersten Sekunde, also es lag neben mir, als ihr mich getasert habt. Also ihr hättet mich direkt... Wirklich? Ja, ich hab's auf dem Bett dann schnell aufgehoben, hatte es eine Sekunde auch noch in der Hand und hab's dann wieder weggesteckt. Also nein. Jetzt komplett sehen müssen. Ach, falsch. Ja, du warst safe. Ich fand's sehr lustig. Sieht der da auf einmal neben mir einfach aus dem Arsch, ey. Ich konnte gar nicht reagieren. Ja, so schnell. Also Jay, die Waffe tötet eigentlich nicht. Ich kann einfach, warum du gestorben bist. Aber Christian, wie random ist das? Da kommst du, da versteckst du dich irgendwo in einem Klo. Ja, aber pass auf, die Runde fängt an. Wir werden, die Rollen werden zugewiesen. Du gehst einfach in ein Klo rein und machst hinter dir direkt die Türe zu. Ja, aber dass du das auch siehst, insane, ey. Ich war halt hinter dir, das war halt Zufall. War auf jeden Fall nice. Ah, hat mich unterhalten. Ja, hat mir trotzdem nichts gebracht. Hör mal auf, Peter. Krass, Sepp, oder? Hallo, ja, Julian. Die kenne ich. Hallo, Jonathan. Das ist woher kennst Giselle du die? Bondchen. Was? Oh, Sven, was machst du hier? Ich hab die Waffe da aufgehoben. Ja, kann man leider nichts mitmachen. Alter, Sepp, wenn du immer so stehen bleibst, dann kann man dir 1A einfach einen Headshot geben. Ja, das ja aber gut, du stehst neben mir. Wenn ich dann sterbe, dann außer er ist Traitor und der kann das auch gar nicht erwartet geben. Genau, der trustet dir einfach. Ich bin im Therapiezimmer. Warum sollst du denn in das Center einfach schießen? Das weiß ich, wo das ist. Echt jetzt? Ja, da war ich gerade. Peter geht shoppen. Bitte runter. Stopp. Warte. Kann man den Aufzug rufen? Nee. Nee, geht nicht. Warte. Jake. Das war hier. Nee, da nicht. Andere Seite. Nee, da andere Seite. Was ist das denn? Das ist ja bei mir. Ja, ich wollte mal gucken, Moment. Wie lange ich Jay hinterherlaufen kann. Bis kann man die rausholen, Peter? Hast du das probiert? Ich weiß noch nicht, also, wo der Therapie ist. Ich hab da jetzt nicht so viel mitgemacht, bin ich early. Ja, hier sind 1, 2, 3, 4 Sitzplätze. Was suchst du denn? Das Therapiezimmer. Ist das nicht das Gefängnis? Da warst du gerade, Jay. Da neben dran das Zimmer, wo du mich gefunden hast. Und jetzt da? Nee. Hier? Irgendwo, hier ist richtig. Hier ist Gefängnis, hier ist keiner.
dann wird das nicht das Zimmer sein, was ich meine. Nee, das ist das Gefängnis. Am Wiederbau. Nee, der Raum mit den. Du hast da die Bilder an der Wand und diesen Sessel. Ja, exakt, auf dem ja, sitze ich gerade. Scheiße, ich weiß, wo das ist. Ich Christian, da kann man was machen als Traitor, wo du da bist. Ah, gefunden! Symphonie ja. Nummer 5. Okay. Möchtest, da kann du man eine Hand drücken. Möchtest du mit mir reden? Oh, ich habe ein Problem, schlecht. Sven. Was liegt Ihnen auf dem Herzen? Also, ich habe da Peter wissen, was man und da spielen kann. Giselle. Verstehe ich, aber das ist gefährlich. Ich weiß nicht, wen ich besser finde. Gut zu wissen. Bist du mal ins Gespräch gegangen mit den beiden? Nee, das war eher so eine körperliche Sache, aber es war heiß, es war wild. Wer war das jetzt hier? Vielleicht eine Münze werfen. Ja, Münze ist wieder bei Ray super ruhig. Ich hab leider keine. Aber Münzen? Hä, ich da im Schrank ist doch eine. Ich weiß doch nicht, noch? Sven, ich werde, ich schwebe noch. Ja, ja. ja, ich war doch bei dem gerade, Peter. Achso, ja, okay. Aber der ist halt trotzdem sehr, sehr ruhig. Ja, aber als Spacer wird er immer so ein bisschen halt haspelig, deswegen... Ja. Jules, was? Was, Christian? Christian versucht, die Krone zu klauen. Ja, also, alle versuchen, dir dieses scheiß Zimmer zu füllen, keiner findet's. Was für ein Zimmer? Ich suche nicht Svens Zimmer. Der ist bestimmt Traitor und will ihn umbringen. Da wurde geschossen. Kann natürlich sein. War das, wolltest du mich einfach erschrecken oder was war da das? Da ist es! Da wurde geschossen. Das hab ich gehört, gestorben. Das wäre gestorben. Sebastian ist im. Wo denn? Nachdem Brammen sagt, da ist es. Shotgun hat gerade irgendwie gekillt. Und zwar die weiße Shotgun. Ich will immer noch wissen, was ich will das machen. In welchem Zimmer hat Sven gesagt, ist er? Weil da ist er dann der Böse. Der ist in der Krankenstation. Im Therapiezimmer. Hier, in der Krankenstation. Hier liegen zwei Leichen. Ist Peter bei innocent. Mir? Irgendwer steckt hier rum. Christian, du begibst dich da auf einen gefährlichen Pfad. Was, ja, jetzt nicht gerade bei Sven? Die haben doch miteinander gesprochen. Und Christian, lebst du noch? Ist plötzlich Shit passiert. Christian? Peter! Ich bin hier im Therapiezentrum. Ja, das ist okay. Das hätte ich nicht, ich suche das schon die ganze Zeit. Das hätte ich habe auch gar keine sollen. Ahnung, wo das ist. Ach ja. LOL! Was? Stark. War eine spannende Runde. Ich liebe alles daran. Geil, dass ich dein eigenes Ding noch umgebracht habe. Das ist ja unfassbar. Aber wieso? Hab ich sie alle in der Therapie? Was ist denn hier passiert zu Sebastian? Ja, ich war Jakal und habe eigentlich gerade eine Combustible Lamb auf Sepp geworfen, aber die hat mich selber gekillt. Ja, nee, genau so, in dem Moment komme ich raus und gebe dir einen Header, Peter. Sitzt halt irgendwo einer in der Ecke und gibt dir einen Header. Welche Shotgun? Ja gut, aber immerhin angekündigt. Also ich hätte ja auch nicht den Kampf suchen müssen. Sven, du hast mich auf jeden Fall geheilt. Immer den Kampf suchen, wegrennen ist auch langweilig. Das ist das Einzige, was zählt. War mich Rechnung schicken, ja klar. Rechnung schicke ich dir. So. Oh Sven, ich hab so gestruggelt. Okay, Peter und ich sind ein Team. So, ich brauch einen neuen Raum. Let's go. Ich mach mit, ich bin mit Team. Warte mal, was ist das hier überhaupt für eine Figur, Bram? Hast du dir die mal angeguckt? Moment, das möchte ich nicht. Ich bin innocent übrigens. Ich brauch eine Waffe. Ich nicht. Ich bin auch innocent. Ich verkaufe jetzt Fußbälle. Warte. Warum geht diese Tür nicht mehr zu? Bram, sieht das lustig aus? Das sieht, warte, was machst du? Ja. Jetzt drück mir bitte keinen Header. Nein, wir sind Team. Okay, sehr gut. Team bis zum Schluss, Team Inno. Moment, wo bist du hin? Ich bin hier. Alles klar, das war schon mal das. Weißt du nicht was? Kurz um die Ecke, also irgendwo ist, da vorne brennt's. Okay. Ich lass mich dahin. Die Tür geht nicht zu, ich brenn's. Oh, hier brennt okay, aber richtig, ne? Hier hin. Hallo, okay, Christian? Oder du folgst mir wieder mal. Okay, das ist gut, oder? Ich kann mir die Kamera hier benutzen. Geht die Tür nicht, weiß ich nicht. Warum geht die Tür dann nicht mehr zu? Nein, wir laufen. Okay. Hinter dir ist einer. Oh, da, hinter dir ist noch einer. Da ist jemand. Da ist Sven. Okay, was Sven ist gefährlich. Wir sind ein Team. Sven ist gefährlich? Warum? Ja, du bist gefährlich. Ich truste dem auch nicht. Moment. Da. Nimm das. Ja. Okay, jetzt lass fliehen vor Sven. Schnell, schnell, go. Renn. Er wird uns nie wiederfinden. Sprayt hier. Boah, Alter, wie wird ausgetrickst? Ja, wirklich, jetzt zählt von uns. Ist ja bei mir. Scheiße, ich bin wieder weg. Okay, nice. Oh, ja, da will ich nicht ganz hin. Oben okay, im lass nicht da reingehen, das ist das Therapiezimmer. Ja, ich wirklich ausgetrickst. Oder Therapiezimmer. Das ist eine Krankenstation, das ist krass, das Zimmer. Oh Gott. Oh, warte mal. Hier, wir sind die Chefs, Bram. Ja, okay. Das will ich mir. Ja, hallo? Der DJ ist. Was ist das? Wo kommt der denn jetzt auf einmal her? Das Duell verliere ich. Ich hätte gerne ein bisschen Geld. Ja, echt, wo ist der Money? Ja, wir möchten ein bisschen spielen, am Glücksspieltisch. Achso, ihr wollt spielen, ja, ihr wollt ja spielen. Ihr wollt ja spielen im Kopfschuss oder was wollt ihr spielen? Auf mich. Sei mal einfach cool ein bisschen. Ja, weil ich die ganze Zeit hier oben rumrenne und keiner war. Ey, Schulz, du hast am 14. Juli Geburtstag.
Was habe ich jetzt durcheinander geredet? Oh, Christian hat am 26. Mai Geburtstag? Nee, was ist denn da drauf? Doch, steht hier. Einfach weg. Was? Das explodiert denn alles hier? Ey, Junge! Ey, Sepp, deine Freundin hat am 9. Tag Geburtstag. Gesagt? Alles klar. Nee, nee. Da dürfen wir nicht rein. Und Andi hat am. Jay ist im Office, da habe ich vorhin auch Geburtstag. Aber was explodiert denn da die ganze Zeit? Ja? Das, ja? Die Fenster sind explodiert. Keine Ahnung. Kann man da kaputt machen? Viele. Alter, nichts getroffen. Ja, ich hab doch gesagt, kann man da kaputt machen. Ja, ja, ja. Währenddessen hast du aber schon geschossen, Junge. Ja, aber nicht auf dich. Wir sind im Team. Alter, ich hab. Alter, das hat keine gute Idee. Ey, nee, seid ihr weg? Lass nicht hier reingehen. Lass nochmal gehen. Laufen ist besser als saufen. Außer im Real Life. Da ist liegen am besten. Nee. Ah, ja. Da kannst du noch ein paar Geburtstage auswendig lernen. Ach cool, ja, gibt eine neue Waffe. Oh, es gibt einen Pool? Leute. Es gibt mehrere Pools hier. Okay. Mein Gott, ich hab das Therapiezentrum gefunden. Nein, juhu! Bist du einer? Den kannst du Jules, nimmst du noch? Ach, Jules. Ach, ist schon lange Jules, ja. Wir haben von Jules weggemacht. Unser Team, neue Sachen, die wir machen müssen, Jules Leiche finden. Okay. Was ist denn hier los? Hier war ich ja noch gar nicht. Wo bist du denn? Ich steh was an der Wand. Leute, guck mal, der war auch nur 16 Tage drin. Ja, das ist so schlimm kann nicht gewesen sein. Oh Gott, das ist böse. Was ist denn mit euch? Sven ist böse. Ja, ich geh wieder. Komm, lass hier bleiben. Okay. Wo seid ihr denn? Ja. Ich setz mich auf den Bot. Na, lass wieder gehen. Sven kommt jetzt und killt uns. Wir müssen Jules Leiche suchen. Ich hab jemanden gefunden. Okay, wir müssen nicht mehr Jules Leiche suchen. Wie ist denn der gestorben? Da, wo ein Feuer ist, da, wo das Klavier ist. Wie ist der gestorben? Achso, warte mal. Ich sag's blöd. Das ist der Gefängniswärter. Explosion Damage. Oh Gott! Oh Gott, was war das denn? Harpune gerade Sven. Ah, Sven, du Schwein! Was denn? Was hast du denn? Du Penner. Wo ist der? Du darfst mitspielen. Ja, du Penner, du darfst nicht mitspielen. Das warte mal, ist der Grund, Penner. Wo ist der? Sepp bei mir. Scheiß auf. Ja, ist tot. Sepp und Jay, einer von euch muss dann der andere sein, wenn der auf Bram geschossen hat. Ey, das kann doch auch Bram und Peter können doch auch Trader sein. Ja, aber wenn er hier. Sven hat doch gerade gesagt, dass er den. Wenn Sven die Harpune auf Bram wirft, ist aus meiner Sicht. Bram auf Peter und den getötet hat. Bram hat die auf Peter geworfen. Also bist du der andere Bram. Genau, ja, sicher. Bram hat Peter umgebracht. Du hast gerade noch gesagt, ich durfte nicht mehr. Ich bin auf mich geschossen. Ja, siehst du mal, guck mal. Sven! Okay, hey, Sven, du Schwein! Ich hab's Sven gemacht. Nice. Good job. Ich bin übrigens nicht der andere. Ich bin also mir egal. Andere. Wenn jetzt hier das einer kommt, dann muss der leider. Egal. Mann, ich und weiß nicht mal, wo machen. Du bist! Wo soll ich denn wissen? Unten hat einer getrunken. Ich hab einen Papierflieger hinter mir. Ach, das ist doch ein Mist. Wo kam der her? Hier. Was heißt denn, unten hat einer getrunken? Ich hab keine Ahnung, wo ihr und seid. Unten einer getrunken hat. Also schieße ich jetzt auch auf alles, ja? Dann darf ich auch auf alles auf schießen. Bram. Wieso darfst du auf alles schießen? Ja, wenn Bram auf alles schießt? Ja, Bram ist ja auch offensichtlich innocent. Ja, aber ich werd beschossen von... Sepp. Ich werd beschossen von... Ja, von Sepp. Von wem denn sonst? Weiß ich nicht. Vielleicht lebt ja Jules noch. Er belieft mir einfach nicht. Ich belief dir. Ich hab Jay halt. Wir uns zusammentun? Hinterrücks einfach. Ja, ich suche euch ja die ganze Zeit schon, aber. Okay, also ich könnte. Das Problem ist, ich darf nicht stehen bleiben, weil ich weiß nicht, wo der Papierflieger geblieben ist. Ich hab Sven halt dabei. Ach, du hast den mitgenommen, das ist aber frech. Was soll denn das? Wobei der Papierflieger ist nicht so cool, Bram. Ja, ich dachte mir, dass das vielleicht smart sein könnte. Oh Gott, ich höre Leute. Bram? Ja. Jawohl, da ist es. Komm schon, schnell. What the fuck? Das ist doch jetzt ein Scherz. Als wenn das nicht geht. Das ist alles daran. Das ist doch richtig kacke jetzt. Wieso geht das nicht? Hör auf zu lachen, nein, du bist tot. Ah, wo ist der Sepp jetzt hin? Den habe ich doch gerade noch gesehen. Hey, keine Ahnung, die Map ist mir zu verwinkelt. Ja, ich habe dich gesehen. Also es ist wirklich der? Schwierig hier so. Weiß ich jetzt nicht mehr, ich hab den verloren. Ich hab gerade einen gesehen. Mal gucken, wer das ist. Also, ich bin draußen. Ist gerade eine Treppe runtergelaufen? Nee. Oh Gott. Da ist Sepp. Wo ist da? War nicht so gut geschossen. Bitte Schiff. Reicht so. Nicht! Oh, warum ist Schakal? So, jetzt die Frage natürlich, wo du bist. Hat Bram Jay weggeschossen? Guck mal, hättest du doch auf alle schießen können. Aber ich hab niemanden, ich war innocent und Peter ist vor meiner Nase getötet worden von Sven. Okay. Ich habe nicht gelogen. Aber ja, ich war Schakal. Ist Schakal.
hab so ein bisschen ein Problem. Mhm. Ich nicht weiß, wo du bist. Ich war gerade bei Sepp. Das ist natürlich gut, mein Orientierungssinn kickt jetzt auch richtig. Hey, den hast du doch gerade noch gekillt. Ja, ich weiß. Mm. Oh, cool, da war ich schon mal. So. The time is up. Ach, da bist du. Ja. Aber ich bin froh, dass du mich nicht betrayed hast. Nee, hatte ich das noch nicht unterhalten. Wo Radar? Ja, ging nicht. War also Radar auch auf der Map, ich habe ein Radar gehabt und ich finde teilweise echt trotzdem schwer. Ja, ah, okay. Ja, du stehst also, dann halt so von der Wand, wo du halt nicht durchkommst, ohne die großräumig zu umlaufen. Ich glaube, das ist auch gar nicht so verkehrt. Mit der scheiß Harpune, Sven, ey. Ah, was? Ihr wolltet mich nicht mitspielen lassen. Ja. Das ist schon unfair. Das war schon gut. Ja. Weil du ein Trainer bist, haben wir gerochen. Ja. Jetzt alles anders, Sven. Komm, wir machen das. Gehst du mit mir in den Pool da unten? So waren wir eigentlich in den Pool, den kann man electrify. Ja, den kannst du electrify. Ja, egal, ich trau mich da trotzdem. Okay. Okay, Bram tot. Ihr seid so mutig. So cool. Auf der Fall. Ja. So. Ich möchte kurz das beste Item im Spiel aktivieren. Sie auch für dich. Was ist denn das beste Item? Gasquake-Alarm. Sven, was hast du da gezündet? Andi. Andi. Exekutiventscheider Andi. Exekutiventscheider Andi. Was macht denn das jetzt? Oh, weiß ich nicht. Ja. Erdbeben, ne? Frag mich auch, was da passiert. Kommt gleich einfach Erdbeben. Bist du im Pool? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Hey. Ich glaub, wir haben den Eisberg gerammt, Leute. Das ist ja schlimmer als im Bus-Simulator, ey. Ha, hey, ich hab's geschafft und bin aber durchgelaufen. Durch den ganzen Pool? Ja, der ist so riesig, aber ja. Das ist aber mutig, du. Ach, ich bin da jetzt rein. Wenn ich tot bin, dann bin ich ja tot. Leute, bist du bei einem anderen Pool? Oh, ich werd elektrifiziert. Moment, aber bist du bei einem anderen Pool? Ich hab nichts gemacht! Gibt zwei Pools? Alter, die Motion Sickness kickt hart rein bei mir. Uiuiui. Also ich wurde elektrifiziert von irgendwem. Aber ich hab's auch angekündigt. Ich hab's nur Sven angeguckt. Wo ist denn der andere Pool? Ganz am Es gibt einen draußen am Heck und es gibt einen drin. Ja. Ich glaube am Bug. Da ist auch eine Sauna, da warte ich auf dich, Bram. Okay. Moment. Da, ich hab den Pool gefunden. Oh, lol. Oh. Aber auch den Pool. Alter. Ich bin elektrifiziert worden. Alter, mir wird ein bisschen seekrank hier. Ja, ich auch. So, also die Elektrifizierung ist da nicht draußen am Pool, richtig? Nee, die ist drin am Pool. Ah, geil, aber draußen geht auch, Peter. Kann man hier ein bisschen wärmer machen? Nee, oh Gott. Alter, scheiße, das ist grausam. Ich liebe das. Hey, du hast dich gar nicht beschwert, Sven. Nee, ich hab gesagt, ich liebe das. Ich will die Tür auf. Hallo, Julian. Hallo, Jonathan. Okay. Das ist eine Schwingtür scheinbar. Hier geht's nicht weiter. Das heißt so. Du bist ein bisschen sassy, also ich gebe mal so 40% auf Peter. Was hat mich verraten? Ja. Okay. Das hat mich verraten. Du läufst so rum, wie ich, wenn ich Räder bin. Sozialdemokraten. Leute, ist gestorben am Pool. Echt jetzt? Ja, hast du nicht gehört? Das ist gerade einer umgefallen. Das hab ich auch gehört. Ich hoffe, das ist kein Boom-Buddy, Leute. Hier draußen liegt ein Toter. Ich geh jetzt, ich versuche jetzt, ich gucke, leben alle. Jetzt auf hier vielleicht. Ich bin da. Was? Ich hab Jay gerade gesehen. Ja, ich wollte auch gerade sagen. So, Jay lebt doch noch. Hat jemand. Okay, Sven war nicht. Hat jemand die Identität? Was ist das für eine Fähigkeit? Ich bin Batman. Ja, man kann nur Faker legen. Hast du gerade nicht auf mich geschossen? Ich hab gar nicht geschossen. Aber warte mal, dann hat Jay seine Leiche da hingelegt. Fuck. Was hab ich da hingelegt? Kann man nicht nur seine Leiche death faken? Das ist ein ich hab keine Ahnung, was man machen kann. Du kannst, glaube ich, jede. Also, du kannst ja wirklich jeden Schuss nicht. Lauf einfach vorbei. Oh Gott. Ich werde dieses Item immer nutzen, wenn ich die Chance dazu habe. Es ist einfach super. Ist das eine Fake-Corps? Wir sind ja alle noch am Leben, das gibt's das, ja auch. Das ist ein Death-Faker, der macht nichts, aber der faket halt deinen Tod. Death. Aber nur den eigenen? Das Bram, weiß ich nicht, dafür kenne ich das nicht. Das kann nicht sein. Ich kann nicht nachschauen, weil ich keinen Traitor-Menü habe. Aber kann der Traitor mal nachgucken und sagen, aber man kann ja einfach mal abschießen und gucken. Jetzt für dumm. Ich will mal fragen. Was sagst du, fragst du euch noch nicht. Hey, liegt eine Leiche. Ist das dann ist meine. Ja. Stark. Steht der da? Können dran? Wir jetzt Jay abknallen und dann ist Death gut? Time. Mir wird langsam sehr warm hier drin, muss ich sagen. Bullet Damage. Ich bin sehr froh, wenn diese Runde M16. Vorbei ist. Wer hat denn hier mit der M16 meine Fake gleich abgeknallt? Was du da drin? Ich bin sehr erschrocken. Nein, komm, ich hab eine SSG in der Hand. Was ist hier los? Hast du bestimmt geweckt. Leute, da steht wer! Das ist voll nah bei. Bram wurde erschossen. Nee, nee. Schulz und ich waren das nicht.
Dann war es Sepp. Sepp war auch nicht. Okay, dann bleibt ja nur noch Christian. Freunde, es war Batman. Alter, ein Unidentified Body da unten. Hast du doch so ein Battering auf mich geworfen? Ja, natürlich. Ich habe auch voll daneben geworfen. Okay, das ist Hört das doch mal auf. Gut zu wissen. Oder ist Earthquake Boy? Du hast sogar schon gesagt, dass du Batman bist, Alter. Ich hätte, oh mein Gott. Wissen wir, wo der ist? Nein, ich habe keinen Plan. Mach mich sofort. Wenn ich gleich nicht mehr rede, dann... Wer ist denn da vor mir? Irgendwer ist an mir vorbeigelaufen. Ich war da. Ich bin hier raus. Ist bei euch der Earthquake weg? Ich hatte jetzt schon länger keinen. Alter, Jules, das freut mich doch nicht die ganze Zeit, wenn das auf mich käme. Jules, schieß! Ich weiß ja, ich hab's doch nicht gemacht. Ich hab ja schon wieder Earthquake. Ich dachte, wir zusammen rumgehen, sind wir safe. Ich will aber nicht mit dir zusammen rumgehen, Julian. Alter, du richtig krasser Trieb. Das sind Worte, die wirklich wehtun, Jonathan. Fuck it, ey. Ich geh woanders hin. Ich dachte, du willst, wenn wir die Leichen finden, dass wir safe. Ich werde vorne beschossen, das ist Christian. Okay, dann wissen wir. Wo ist denn Christian? Christian, das ist, wissen wir schon, aber keiner weiß, wo er ist. Ich hab ihn. Nee. Ich hab ihn jetzt erschossen. Ich hab ihn. Mann! Alter, Jay! Oh, deswegen sag ich einfach, dass wir zusammen rumrennen können. Ihr macht mich kirre. Wir machen dich kirre, das ist echt super. Christian, versteckst du dich irgendwo? Schrecke ich mich gleich einfach, wenn ich irgendwo um die Ecke gehe und einen Kopfschuss bekomme? Wieso hörst du denn jetzt auf zu reden, Kollege? Weiß ich nicht, ich suche euch. Ich hab mich versteckt. Jail, ich hab mich gerade rumlaufen sehen, also so versteckt bist du auch wieder nicht. Moment, was? Du bist gerade an mir vorbei. Wait. Okay, wild. Der hat mir richtig Damage gemacht, wo seid ihr denn? Wait. Hat jemand sich deine Identität geklaut und rennt als Jay hier durch die Gegend? Ich hab aber Jay keine redet Ahnung. Ja noch. Der dürfte ja dann gar nicht reden. Ne, wieso? Doch klar. Also wenn er doch sagt, er versteckt sich und mir ist gerade ein Jay vorbeigelaufen. Ich bin versteckt. Da schießt Jay auf mich. Lol. Jay, du bist so eine Drecksau, ne? Also wie viel Ratte in einem Mann stecken kann, ist ja der Hammer. Boah. Ach, ich hätte jetzt, ich wollte Jay diesen Moment extra lassen. Nein, schade! Der Faker ist ja voll scheiße! Ja, weil du deinen eigenen Tod noch machen kannst. Wie Sepp es voll drauf hatte, ey, das war schon nice! Das ist ja quasi voll der Boom-Buddy. Du müsstest dich halt noch disguisen dazu, dann geht genau. Oder verstecken. Ja. Aber dass du dann auch als Traitor markiert wirst, ist doch scheiße. Ja, aber ist ja dein Death, also du, also... Ach so, wenn du... Ja, dann okay. Gehen alle davon aus, dass du nicht mehr lebst. So. Ja, ich dachte, das wäre halt einfach ein Boom-Buddy, nur halt mit einem anderen Namen. In dir stehen. Aber das kannst du auswählen, glaube ich, oder? Das weiß ich halt nicht. Sonst also ich habe mich da gerade ein bisschen geehrt gefühlt von Jules. Sonst wird es Item keinen Sinn machen. Ey, ich wollte dir Jules eigentlich übrig lassen, weil ich nicht sicher war, ob Jules wusste, dass du Trader bist. Nö, ich hab dem 100% vertraut, dem Jungen. Das war schon sehr, sehr witzig. Nee. Ich wollte alleine hier sein. Ja, mach das doch. Du willst mal nicht alleine sein, ist ja krass. Ich will alleine sein. Ach so. Jetzt ist er endlich auch mal innocent. Alleine. Alter, hier sind super viele, holy shit. Aha. Und da unten sind auch ein paar. Also diese Treppe, da gehe ich nicht mehr runter, weil es explodiert alles, wenn man da lang geht. Das stimmt. What the fuck? Ich glaube, er wurde abgeknallt. Der Jay lebt noch. Naja. Nö. Okay, nö. Was? Nee, ich lebe noch. Super weirde Geräusche. Sven. Das war gar nicht Sondern. Okay, Sepp, Jules und Jason. Hier. Ich will Unruhe stiften. Ja, Jules ist hier oben auf dem Deck. Gott, also ich sehe sonst niemand anderen. Ja, Jules ist gekommen, weil du dich nie umdrehst. Ich mach Munition, lass mich raus. Nee. Ich war der Beste. Niemand anderes. Komplett alleine. Komm. Ja. Bin mir nicht sicher, ob ich nicht einen Headshot hier drücken kann. Hallo, was macht ihr da? Ey! Schieß die ganze Zeit schon. Okay, Jay schießt auf Christian, oder was? Oh. Ich schieß auf Christian, ja genau. Jetzt hab mich selbst komplett ausgetrickst. Ja, ey, das war auch nicht so schwer, Bram. Das sind ja alle... Jules, wann hast du deine Hand? Achso. Das ist ein Schild! Jules! Hier ist das ein scheiß Sepp Grenade! Schild doch alle bitte mal! Jules, schieß doch mich! Seid so Ficker, wisst ihr das?
Ich find's gut, wir haben wirklich geschossen, Sepp. Also. Ich hab ja in der Decke. Oh Mann. Ja, jetzt ist wieder Ruhe, toll. Ja. Das Problem toll, ist, wir haben jetzt so rumgeballert, jetzt weiß ich nie, ob wir wirklich geschossen haben. Okay, Jules, warte jetzt. Ich verstehe nicht, was du meinst. Ich glaube nicht, dass ihr den weggemacht habt. Ich komplett kehre, Alter. Ich denke, jedes Mal einer wird tot. Das ist alles grausam. Das ist jetzt schon meine Lieblingsfolge, ich sag wie es ist. Jules! Ist das Sven? Wie nennen wir die Folge denn? Jules? Jules? Läuft dich so mit einer Diegel rum, es macht Spaß. Mega geil. Warum hat's gerade gelaggt? Weil du in mich reingelaufen bist. Ram, deine Calls werden nicht besser. Ja, ich weiß, hab ich auch nicht vor. Irgendwann glaubt hier wirklich keiner mehr, außer beim Traitor. Hallo Jonathan. Nein, ich habe Jäger getötet. Ich entschuldige mich hiermit bei Sven, ich dachte, du hättest gekauft. Ich hab Jäger getötet. Ram, sehr gut. Der Diegel-Analyzer hat zugeschlagen. Ja, du hast mir die Diegel durch die Tür vor die Nase und dann denke ich mir so, hör mal, die ist ja gar nicht silber, die ist ja golden. Die Diegel ist aber auch nicht silber. Habt ihr die Leiche hier safe? Die ist golden. Ja. Nein, die ist in einer anderen Farbe. Ja, gut. Hier, Moment, wo ist sie? Moment, Sepp hat sie jetzt. Ne, hier ist sie. Aber die normale. Die Diegel V2 ist da. Oh, er hat einen Disguiser. Ja, aber die normale Diegel ist halt auch golden. Oh Gott! Peter! Es ist Peter! Wo ist denn Peter? Oh shit! Sag doch mal nach, du Spacko! Ah, jetzt. Jules, wo seid ihr denn? Etage. 1, 2, 3. Peter, wie seid ihr so viele. Da geht's schon. Ah, wieso seid ihr alle aufeinander, ihr Ficker, Jules, Alter? Wie soll man denn deinen Kill? Es tut mir so leid, du standst da so. Ich dachte, du hättest gekauft. Ich hab die Kameras abgeschossen. Ach so, entschuldige bitte. Ficker. Aber hey, ich hab den Traitor am Ende gekillt. Also ich hoffe, das ist für was, das ist was wert. Ah, ist okay. Ah, aber gut zu wissen mit der Diegel, dass man da so aufpassen kann, ey. Das war mal wieder eine Folge TDT. Vielen lieben Dank fürs Einschalten. Bis dahin. Haut rein. Tschüss.